Guten Morgen. Mal ganz kurz was zum Nachdenken, und zwar was die Heizölpreise angeht. Natürlich hier, wir sind hier bei, das ist übrigens Heizöl 24. Ich werde es dann verlinken, damit ihr ein bisschen rumspielen könnt. Wir sind hier bei schwindelerregenden Preisen derzeit, 74,88 € ja, und so weiter und so fort. So, aber das ist es gar nicht, sondern es geht um was ganz anderes. Ich nehme mal das heutige Jahr, also dieses Jahr raus. Und wir gucken uns mal die gelbe Kurve an. Die wird jetzt allerdings gleich blau. So, weil ich jetzt bloß noch eine Kurve habe, ist die blau. Wir hatten auch hier böse Preise, 68 € immer für 100 Liter. So, und dann sind wir runter bis auf 37 €. Na, das war ja voriges Jahr und da brauchte im Sommer sowieso keine Heizöl. Aber dass das gar nicht von der Jahreszeit abhängt, das möchte ich hier mal ganz kurz zeigen. Jetzt könnte man ja denken, weil der Winter hier anfängt, geht der Heizölpreis hoch. Nee. Wir gucken mal, wann der Heizölpreis begann, kräftig zu steigen. Solche Kleinigkeiten, das sind sie nicht. Achtung, 4.11. Sagt euch das Datum was? Ich glaube wohl. Da wurde Präsident Trump abgewählt. Achtung, der Preis ging ab in unerkannte Höhen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Zufall. Ja, gut, wir nehmen mal alles raus. Wir nehmen mal irgendein Jahr, ich nehme mal 2004. Hier stieg der Heizölpreis an am ja, 30.08. So, 2005. Und hier immer gegen, das sieht immer ähnlich aus, sodass diese Seite eigentlich immer empfohlen hat, tanken Sie im Winter, tanken Sie vor dem Winter, je nachdem. Aber das lässt sich gar nicht so richtig schick vorhersagen. 2007 hier, da kletterte ja der Preis auch in böse Höhen. Wir nehmen mal nur die 2007er Kurve. Na, hier, 2007, da waren wir dann auch wieder bei 70 Cent und Co. 2008. Und weshalb das jetzt wirklich mit der Politik zu tun hat, das gucken wir uns dann nochmal an. 2008 war ja dann diese böse Bankenkrise und da fiel der Preis von oh, fast einem Euro bis auf runter, also auf die Hälfte, 48 Cent. So, 2009, keine Besonderheiten. Achtung, hier hat sich die Skala verändert. 58, wir liegen von 44 bis 58 Cent. Das ist alles gar nichts Besonderes. 2010, nichts Besonderes. Wir nehmen mal 2008 raus. Achtung, dadurch, dass sich hier immer wieder die Skala verändert, könnte das ein bisschen durcheinander bringen. Das macht aber nichts. 2010 hatten wir dann hier wieder einen Höchststand mit 74 € ja, 74 € Weihnachten oder 74 Cent pro Liter. So, und dann ging das nochmal ein Stück höher, 2011, 2012, jetzt lasse ich mal die Kurven drin, 2013 und wir waren dann wieder ungefähr bei 2013 81 Cent. Es blieb hoch. 2014, jetzt nehme ich mal alles andere wieder raus, oder nee, lassen wir es. 2014, 58 Cent. Nanu, was war hier passiert? Leute, macht euch darüber Gedanken, wenn ihr da rumspielt. 2015, die grüne Kurve. 2015, was passierte da im Sommer? 2016, jetzt wird es langsam zwar unübersichtlich, aber wir sind hier unten. Guckt mal hier, 40 Cent. 2016, 2017 in Gelb blieb einigermaßen. 2018 hatte ich ja drüber gesprochen. Ich nehme mal die anderen jetzt ganz schnell raus, damit wir uns das nochmal richtig auf der Zunge zergehen lassen können. Jetzt bleibt erstmal der Maßstab so. So, jetzt haben wir 2017 und 18. 18, ja, 2018, 80 Cent ist dann abgesoffen, drrrt, und zwar abgesoffen am 6.11. Jetzt könnte man denken, wieso 2018, 3.11., 4.11. Hat damit nichts zu tun. So, und darüber macht euch bitte Gedanken. Jetzt gucken wir uns nochmal 2020 an und nehmen dazu 2021. Ja, hier, ab 4.11. ging es auf und dann so, zack. Und seitdem geht es bloß noch hoch. Meiner Meinung nach haben sich da einige Leute getraut und haben gesagt, jetzt ist der Trump weg, jetzt können wir mal machen, was wir wollen. Mit diesen Gedanken, auch was das Thema Wahl angeht und so weiter, möchte ich euch jetzt einfach alleine lassen. Denkt drüber nach, macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.